Also, ich fange nochmal an. Ah, quer. Gut. Ich, ja, oder ist hoch besser? Nee, so ist besser. So ist besser für mich. Okay, gut. Wie du magst. Also, Künstler fragen Künstler. 7 Fragen an Mitgliederinnen und Mitglieder vom Paul Klinger Künstler Sozialwerk. Mein Name ist Peter W. Strux und mir gegenüber jetzt am anderen Ende Irene Eggestorfer, Musical-Darstellerin aus Hamburg. Herzlich willkommen. Moin. Vielen Dank. Ja. Es ist wahrscheinlich eine schlechte Internetverbindung, aber... Wir kriegen das irgendwie durch, genau. Irgendwann meine Mitbewohnerin, die ist Kolumbianerin, und sie sagt, in Kolumbien ist das Internet wesentlich besser und schneller und zuverlässiger als in Deutschland. Gut, wir gehen mal davon aus, dass wir 7 Fragen und 7 Antworten einigermaßen störungsfrei über die Leitung kriegen. Irene, die erste Frage, welcher Gedanke ging dir heute Morgen durch den Kopf, als du das Frühstück im Bauch war? Da habe ich an die Arbeit gedacht, weil ich bin heute Morgen aufgestanden und habe dann fertig gemacht und bin in die Arbeit gegangen und ich glaube, ja, ich habe einfach an die Arbeit gedacht, was alles jetzt kommt, was meine Aufgaben sind, ja. Und was macht die Krise im Augenblick mit dir? Ja, ich habe das Gefühl, dass die Krise mich nicht so extrem getroffen hat wie vielleicht andere. Also für mich ist sie nicht existenzbedrohend. Das ist sehr angenehm. Aber ich habe gemerkt, ich lerne neue Seiten an mir kennen. Ich habe gemerkt, dass ich relativ flexibel bin und mich relativ neu einfinden und gut einfinden konnte in diese neue Situation mit Lockdown und so weiter und so fort. Und mich relativ gut damit arrangieren konnte. Und das hat mich so ein bisschen auch, ich habe mich damit selbst überrascht, weil ich eigentlich gedacht habe, oder ich glaube, ich bin trotzdem ein Mensch, der gerne immer die gleichen Sachen macht oder ähnlich zur gleichen Zeit und so weiter und so fort und immer eigentlich sehr strukturiert ist und einen Plan hat. Und dann habe ich das so ein bisschen überrascht, dass ich mich da eigentlich relativ schnell damit arrangieren konnte und auch ganz gut, wie ich denke. Und woran arbeitest du zurzeit? Das ist eigentlich nichts Großartiges, eigentlich was Familiäres. Meine Großmutter wird im Juli 90 Jahre alt und ich bin gebürtige Österreicherin und dann fahre ich eben auch nach Hause. Und da werde ich dann so ein kleines Potpourri aus den schönsten Schlager der 50er Jahre werde ich dann dort vortragen und die übe ich jetzt zurzeit. Also eigentlich nichts Großes. Aber das verraten wir noch nicht, ne? Nein! Gut. Hat sich dein künstlerisches Arbeiten jetzt verändert? Ja, also vor allem der Ort. Also ich kann jetzt natürlich nicht mehr ins Tanztraining gehen. Ich bin vielleicht dann per Skype, wobei ich da nicht so, da bin ich so ein bisschen skeptisch. Also eigentlich mehr der Ort als die Art. Also ich muss jetzt eigentlich alles zu Hause machen, im Prinzip. Genau. Und was bedeutet dann für dich, zu Hause zu arbeiten? Ja, Einschränkungen natürlich, also vor allem der Platz. Also im Tanzstudio habe ich natürlich irgendwie mehrere Quadratmeter und hier habe ich dann blaue Flecken, nachdem ich mal irgendwie mein Workout gemacht habe oder gemacht habe Ballett. Eine Ballettstange zu machen, ein Workout und mich dann gerne mal schlage oder irgendwie, ja, danach gerne mal blaue Flecken habe. Oder was ich ganz gerne habe, ist immer eine Art geschützten Raum nur für mich, wo ich weiß, hier kann ich jetzt singen, laut sein, schreien, weinen, was auch immer. Oder also einfach können. Und das ist bei mir in meinem Zimmer in der Wohnung, ja, da fühle ich mich leider nicht so frei, weil ich weiß, die Wände sind sehr dünn und ich höre auch die Nachbarn und ich weiß, die hören mich. Und es ist natürlich immer schön, was ich mache. Und ich habe halt auch immer das Gefühl, ja, ich könnte womöglich jemanden damit stören und das möchte ich natürlich nicht. Es kam zum Glück noch nie Beschwerden, aber ich hätte gerne wieder einen Raum, wo ich weiß, das ist ein Raum, wo ich auch wirklich üben kann, wo ich singen kann, wo ich
ja wirklich einfach frei arbeiten kann, sozusagen, ohne jetzt Gedanken daran zu verschwenden, oh Gott, ich könnte jetzt damit jemanden stören oder irgend sowas. Und was fehlt dir besonders? Eigentlich genau das, also das Tanzstudio, das Tanzen mit anderen Leuten zusammen tanzen, die Musik, das Bewegen, ja, und das Singen, also, oder, also grundsätzlich eigentlich die aktive Kunst, also wirklich auf der Bühne zu stehen und jetzt, was ich, ja, eigentlich die, genau die Sachen, das ist das, was mir am meisten fehlt. Und was wird sich, glaubst du, verändert haben, wenn die Krise vorbei ist? Also in der Gesellschaft womöglich, bei den Leuten, die sich das leisten können. Ich glaube, viele Leute hatten jetzt Zeit zu überlegen und was die im Leben wirklich wollen, was die wirklich glücklich macht, ob die Arbeit wirklich die richtige ist, die, die es sich leisten können, womöglich, dann vielleicht sogar den Beruf wechseln. Ich weiß nicht, ob wir womöglich näher zusammenrücken durch diese Krise. Weiß ich nicht, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, wir werden alle unglaublich erleichtert sein, wenn das alles vorüber ist. Also das. Irene Engelsdorfer, herzlichen Dank. Das waren unsere 7 Fragen. Und ja, ich wünsche dir, ich hoffe für dich, dass du bald wieder ins Tanzstudio gehen kannst, dort singen, alles ausprobieren kannst, was notwendig ist, um wieder auf die Bühne zu können. Und für das kleine Private drücke ich dir die Daumen, dass du gut reisen darfst und gut reisen kannst und ja, gesund wieder zurückkommst. Herzlichen Dank. Alles Gute, alles Liebe und bis bald. Vielen Dank, auch dir alles Gute und danke für das schöne Interview.